So, schön, dass Sie da sind. Was steht drüber über dem Abend oder über den beiden Halbzeiten, Jürgen? Ja, die zweite war besser als die erste. Ja. Gut, er hat alles so angefangen, wie du es nicht haben willst. Also wenn ist ja, ich erzähle schon mal gerne Geschichte vom Spiel. Wenn man so über Probleme mal gesprochen hat, dann drehen sie ja häufig nicht ein. Also die habe ich jetzt nicht erzählt. Und wenn wir nach 2 Minuten 1:0 hinliegen, bleiben wir cool oder sowas. Also das war jetzt nicht im Plan. Und sie sind ja auch nicht cool geblieben. Die haben hier Dampf gemacht, das kleine Stadion war on fire. Und die Mannschaft, die haben richtig Risiko genommen. Ne? Die haben Mann gegen Mann gespielt. Dann haben wir uns in den 1-gegen-1-Duellen wirklich einen Schneid abgekauft. So, wir sind nicht ins Spielen gekommen, haben dann auf einmal stumpf Bälle hinter der letzten Linie geknallt, waren vorne nicht flexibel, haben im Mittelfeld uns nicht gut genug bewegt im Ballbesitz. Wir haben defensiv Löcher aufgelassen, es war verrückt. Also Coquelin ist einfach in die Mitte gekommen und konnte Ball. Also weiß ich, wie das funktioniert hat. Es war schon klar, wie wir es machen wollten, aber es geht einfach nicht. Wir hatten keinen Rhythmus. So, das Doofe an so einer Halbzeit ist, es ist richtig schlecht, das Gute ist, es ist leicht zu verbessern. Und dann haben wir gedacht, dann probieren wir es nochmal, wenn wir schon mal da sind. und dann haben wir einfach angefangen zu kicken. Ja. So, wir haben auf einmal die Räume gefunden. Ja, wir haben Lewis gebracht, dadurch waren wir insgesamt viel flexibler. Es wird immer so leicht im Fußball gesagt, Diogo raus und Lewis rein. Wir haben uns viel besser bewegt. Deswegen war Lewis auf einmal frei da draußen und konnte in die 1-gegen-1-Situation gegen Voigt gehen, weil Sadio sich gut bewegt hat und all so sagen. Mo war nicht mehr am Flügel, nur Fußballding, ja? So, cool. Ich bin echt glücklich. Wir haben uns auch gefragt, wie diese 15 Minuten Halbzeitpause aussahen. Wie war der Puls? Also was passiert in dem Moment? Als ich noch Ovo trainiert habe, bin ich mehr aus dem Sattel gegangen, sagen wir es mal so. Aber bist du ruhiger geworden? Ja, viel. Okay. Stell dir vor, wenn ich nicht, die andere Richtung. ich habe zu Pete Grabitz gesagt, dass er reingeht, find eine Situation, wo wir es gut machen, wo wir die Halbräume finden. Ich komm rein, sag Pete, nichts gefunden, war nichts dabei. So gut, dann muss man es halt einfach erklären. Ein bisschen Taktiktafel, ein bisschen erklärt, wo wir hinspielen. Wie gesagt, es war ja nicht kompliziert. Eigentlich wollten wir so von vornherein. Du musst dich dann überwinden, weil auf einmal war halt richtig Druck auf der Pfanne. Ja? Alle hätten gedacht, die schießen erst 3-0, als wir es 2-1, offensichtlich. Ich glaube tatsächlich auch für die zweite Halbzeit war das 2-0 gar nicht so verkehrt. Ja. Weil wenn es mit 1-0 in die Halbzeit geht, dann geht vielleicht das Spiel genauso weiter. Und durch dieses 2-0 war so... Fuck. Ich habe gesagt, das ist nicht mein favorites Ergebnis, aber eigentlich ist es auch okay, weil jetzt sind wir wach, hoffentlich. So können wir es nicht weitermachen, aber stimmt, also das 2-0 war keine Katastrophe. Wir haben auch darüber diskutiert, bei der hohen Schlagzahl, die Liverpool jetzt geht, mit all dem, was noch kommt, FA Cup, Champions League, Meisterschaft, ob so eine Halbzeit vielleicht auch mal menschlich ist oder... Na klar ist ja das, ist doch keine Frage, mit so einem Start natürlich, hier geht es um richtig was. Und die Jungs sind ja keine Maschinen, wir sind nicht hierher gekommen und haben gedacht, wir machen halb durch. Gar nicht. Wir wussten, was hier passiert. Nur halt wäre es schön gewesen, wenn wir nicht in Rückstand geraten wären. Wenn wir auch mal so ein bisschen Fuß ins Spiel gekriegt hätten. Aber das haben wir einfach nicht gekriegt. Und das ist das natürlich möglich, dass du so spielst. Das sind wir auch. Wir haben es gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben wir auch so diese Halbzeit gehabt. Du musst reagieren. Und das haben wir wieder getan. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als von vornherein gut zu spielen, um ehrlich zu sein. Die Beziehung zwischen Ihnen und den Fans haben wir natürlich nach dem Spiel noch mal gesehen. Wir haben vorher auch ein paar Fans gefragt. Der eine hat gesagt, ich würde mir wünschen, Jürgen Klopp ist mein Vater. Das war eigentlich ganz süß. Ne? Dazu wird es nicht mehr kommen. Aber geht noch. Ja, aber Sie haben ja dann auch nach dem Spiel zu den spanischen Fans irgendwie noch mal eine Beziehung aufgebaut und applaudiert und haben eigentlich jedem, der Ihnen applaudiert hat, zurück applaudiert, weil es so eine tolle Atmosphäre war. Absolut. Villarreal hat ja auch eine super Saison gespielt. Unglaublich. Wir sind hierher gefahren und fährst hier so durch die kleinen Strähs hier mit dem Bus und dann denkst du, okay. Wo ist das Stadion? Das ist anders, ne? Das ist anders als normalerweise. Was sie hier abziehen, ist verrückt. Das muss man einfach sagen. So, die Truppe, die macht es überragend. Die Art und Weise, wie sie spielen, macht es wirklich überragend. Wenn du jetzt mal durchgehst, da sind ja ein paar Jungs dabei, die haben ja schon gespielt in der Premier League. Und die sind ja nicht nach Villarreal gegangen, weil sie bei Tottenham die Bäume ausgerissen haben. Sondern es hat da nicht so geklappt. Und er hat die richtig ins Laufen gekriegt. Ja? Und deswegen habe ich allergrößten Respekt davor. Und ich finde das Stadion geil. Muss ich jetzt sagen, ist für Deutschland nicht möglich, weil ein bisschen wenig Dach ist. Ja. Aber ansonsten... Sind Sie mal so innen in die kleinen Katakomben gelaufen? Weil ist ja Fliesenhersteller. Unsere Kabine ist auch... Die brauchst du jetzt auch nicht. So, die können wir noch mal unter Keller. Alle 50 Meter neue Fliesen, weil der mal Fliesen herstellt. Ich habe gesagt, das Hübsche ist, aber hier drin ist es, super. Die Atmosphäre ist großartig. Total. Darum geht es ja. So, jetzt Schönheitspreis gewinnen. Nein. Aber jetzt Champions League im Finale, FA Cup Finale, ein Punkt hinter City. Wissen wir alles. Ja, genau. Und jetzt? Also wo, was ist... So, wir können es mal durchgehen. Wir spielen jetzt gegen Tottenham übrigens. Genau. Wir müssen gewinnen und das ist wahrscheinlich die beste Kontermannschaft im Weltfußball im Moment. Wenn du einen Ball verlierst, spielen sie...
spielen sie zu Kane und wenn der einen hat, dann weiß schon Son, als hätte er ein Handy mit dem Navi oder sowas und schon ist er unterwegs und kriegt den Ball in den Fuß. Das ist unfassbar. So ist echt eine Herausforderung, muss man sagen. Wir müssen es gewinnen und die spielen auf Konter. Dann ist Ballbesitz völlig wurscht. So, und dann haben wir, was ist das? Das ist am Samstag oder so, weiß ich gar nicht. Samstag, ja. Ja, da weiß ich schon gar nicht mehr, gegen wen wir spielen, aber dann haben wir irgendwann ein FA-Cup-Finale, das ist Samstags. Ja, und am Dienstagabend, also können wir so richtig, wenn wir es gewinnen sollten, was echt schwer ist, können wir gar nicht feiern, weil am Dienstag spielen wir schon in Southampton. So ist einfach Quatsch, mit dem Quadruple-Mist. Wir kommen irgendwie da durch. Und so wie heute Abend. Ich wollte doch gerne fragen, wie man die Spannung so hochhält. Weil das ist kein Problem, die Spannung ist ja da. Die Spannung ist ja da, ist doch kein Problem. Ich muss ja nicht viel machen. So, wir sind jetzt hier, es ist Mai. Wir haben uns nicht vorgenommen im Sommer letztes Jahr, dass wir irgendwie alle vier Wettbewerbe. Wir spielen wahrscheinlich dieses Jahr, ja, wir spielen jedes Spiel, das auf dem Spielplan möglich war. Wir waren in jedem Wettbewerb in England, haben wir jede Runde durchgespielt, im FA Cup jede Runde durchgespielt, in Champions League jede, außer Quali, alles durchgespielt, alle Finals. So. Es gibt einen Grund, warum es bei Trubel noch niemand gewonnen hat. Es erklärt die erste Halbzeit, auch mal Pause machen zwischendrin, durchatmen, um dann noch mal durchzustarten. Morgen machen wir wenig. Recovery. Ganz wenig. Okay, ihr führt das Finale, das 10. für Liverpool insgesamt in diesem Wettbewerb. Unfassbar, vielen Dank für den Besuch. Gerne. Hat Spaß gemacht, ein Segen. Vielen Dank. Herr Helmer. Ja, Herr Klopp.